Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich möchte Ihnen heute den DokuPerformer vorstellen. Mit dem DokuPerformer können Sie auf Knopfdruck SAP-Metadaten dokumentieren. Die Erstellung solcher technischer Dokumentation zählt sicherlich nicht zu den beliebtesten Tätigkeiten eines SAP-BI-Entwicklers. Warum? Nun, weil es erstens sehr viel Zeit und Mühe kostet. Der SAP-Standard liefert leider nicht allzu viel Unterstützung bei diesem Thema. Und zweitens kann man sich nur sehr schwer auf die Aktualität der Dokumentation verlassen. Denn sind wir mal ehrlich, wer dokumentiert schon jede kleinste Änderung im System und passt die bestehende Dokumentation fortlaufend an? Diese beiden Herausforderungen sowie weitere Probleme im Kontext der SAP-Dokumentation haben wir mit dem DokuPerformer gelöst. Im DokuPerformer ist die Erstellung nämlich vollautomatisiert und gleichzeitig findet eine fortlaufende Aktualisierung statt. Das heißt, die Konsumenten der SAP-Dokumentation können sich auf die Richtigkeit der Dokumentation verlassen, wodurch sie endlich auch zu einer wirklichen Hilfe wird. Wie das Ganze aussieht und funktioniert, das möchte ich gerne in einer Live-Demo demonstrieren. Und hierfür werde ich Ihnen zeigen, wie Sie eine beliebig komplexe Query sowie eine umfangreiche Projektdokumentation bestehend aus einem kompletten Datenmodell in nur wenigen Minuten dokumentieren können. Springen wir dafür in die Live-Demo und vor allem in die Performer Suite. Denn in der Performer Suite finden Sie den DokuPerformer. Das heißt, der DokuPerformer und die Funktionen sind über die Performer Suite ansprechbar. Wir sehen hier unten zunächst einmal eine Auswahl der unterstützten Systemtypen. Wir sehen also hier BW, die S4-Systeme, ein BO-System, zahlreiche HANA-Systeme und auch ein SAC-System. Welche Objekttypen wir pro System unterstützen, sehen Sie hier nochmal aufgelistet. Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite sowie in unserem User-Manual. Dort können Sie mal genau prüfen, welche BW-Objekte genau unterstützt werden oder S4 und so weiter. Kehren wir zurück zur Performer Suite. Ich bleibe jetzt erstmal in diesem BW-System und selektiere das System. Das ist ein BW4-System, in dem ich mich jetzt befinde. Und auf der linken Seite sehen Sie zunächst einmal die ganzen Objekttypen, die wir unterstützen. Das sind Reporting-Elemente wie Queries oder berechnete Kennzahlen, Info-Provider wie Composite-Provider, ADSOs. Wir haben Info-Objects, Merkmale, Kennzahlen, Transformation und so weiter. Also Sie sehen wirklich zahlreiche Objekttypen, mit denen Sie interagieren können. Und genau das möchte ich jetzt machen. Ich klicke auf die Query und sehe alle Queries, die Teil des Systems A4H sind, des BW-Systems. Und diese flache Liste ist jetzt schon ein erster größerer Vorteil, denn ich kann ganz einfach nach gewissen Stichwörtern suchen, auch mit Wildcards arbeiten und mir die Queries zusammenfinden, die ich jetzt suche und die ich jetzt brauche für eine gewisse Aktivität. Ich kann zunächst einmal kommentieren. Das heißt, ich kann über einen Rechtsklick sagen, Show Edit Comments und den Kommentarbereich öffnen des Objekts. Das kann ich für jedes einzelne Objekt durchführen, welches über die Performer Suite ansteuerbar ist. Was kann ich machen? Ich kann beispielsweise hier draufklicken auf dieses Kapitel und einfach noch ein bisschen Text hinzufügen. Bei dem Text kann es sich um fachliche Informationen handeln oder einfach um weitere technische Erläuterungen. Das heißt, das Wissen, das in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen steckt, kann man hier in der Performer Suite bündeln und diese Informationen können dann anschließend auch in der Dokumentation nochmal abgebildet werden und integriert werden. Gleichzeitig prüfen wir auch die Aktualität des Kommentars, indem wir schauen, ob das Änderungsdatum in SAP neuer ist als das Datum der letzten Kommentierung. Ist das der Fall, so würde beim Kommentarstatus outdated stehen und der User müsste den Kommentar anpassen oder bestätigen. Ich möchte jetzt diese Query dokumentieren, deswegen gehe ich auf Create Documentation, suche mir ein Format aus, hier unterstützt nur Word, PDF, HTML, für manche Objekte Excel, aber auch Confluence, worauf ich später nochmal eingehen werde. Ich wähle jetzt Word aus und die Performer Suite verbindet sich jetzt mit dem BW-System, die Logik der Funktionsbausteine wird durchgeführt und die Informationen zur Query werden in das Word-File integriert und dargestellt. Öffnen wir jetzt das Word-File. Hier sehen wir zunächst ein Dokument, was auf einem gewissen Template basiert. Das heißt, man kann seine eigenen Templates hinterlegen.
Dann sehen wir den Kommentar, das heißt der Kommentar, den Sie vorhin auf der rechten Seite gesehen haben, der wurde ebenfalls integriert. Auch die Informationen, die ich noch manuell hinzugefügt habe. Wir können uns jetzt die technischen Informationen anschauen, das heißt das System, der Name der Query, auf welchem Info-Provider das Ganze basiert. Wir können uns Infos zu den Variablen einholen, welche Variablen werden verwendet in der Query. Auch wenn Customer Exit Coding verwendet wird, würden wir das mit ausgeben. Wir sehen die Calculated Key Figures und auch die Formel der berechneten Kennzahl wird mit ausgegeben. Die Kommentare der berechneten Kennzahl in der Performance Suite, auch das integrieren wir in die Query-Dokumentation. Wir sehen die Restricted Key Figures samt der Restrictions, die Filter, die Free Characteristics, die Elements in Rows und die Elements in Columns. Wir sehen also eine inhaltlich sehr umfangreiche Dokumentation, die einem festen Standard folgt. Das heißt, wir haben gleichbleibende Tabellenformatierung, die Schriftart ist identisch, die Größe, sodass die Dokumente gut miteinander vergleichbar sind. Das Ganze ist auch textbasiert. Das heißt, wir können nach gewissen Stichwörtern suchen, und gleichzeitig haben wir auch Querverweise zu bestimmten Elementen, sodass wir hin und her springen können. Wir können uns also sehr schnell einen Überblick verschaffen über die Dokumentation der Query. Kehren wir zurück zur Präsentation. Wir haben jetzt gesehen, dass einzelne Objekte dokumentiert werden können, exemplarisch in der Query. Ich kann das Ganze natürlich auch für Info-Provider durchführen, für Calculation Views, für SAC Stories, für BO Lumira Berichte und so weiter. In der Praxis ist es aber häufig so, dass man eher mit Projekten arbeitet. Das heißt, es werden viele Objekte müssen gleichzeitig dokumentiert werden, weil sie beispielsweise Teil eines Datenmodells sind, also in einem gewissen Zusammenhang stehen. Und genau das kann man mit den Szenarien lösen. Wir können diese Objekte, die in einem gewissen Zusammenhang stehen, einem Szenario zuweisen und anschließend einfach nur dieses Szenario dokumentieren, sodass alle Dokumentationen und alle Inhalte in einem File drin stecken und wir nicht einfach zig einzelne Files haben, die für ein Objekt repräsentieren. Schauen wir uns auch das nochmal in der Performer Suite an. Dafür kehre ich zurück zur Performer Suite und lege zunächst einmal so ein Szenario an. Das heißt, ich gehe hier auf Szenario Directory, kann mir dann in dem Ordner einen Ordner auswählen, kann so ein Szenario anlegen. Das nenne ich jetzt einfach mal Procurement Overview. Kann ein Template auswählen, damit ich das Ganze nicht neu aufbauen muss, auf Create klicken. Und jetzt muss ich die Objekte finden, die in einem Zusammenhang stehen, wie bereits gesagt. Gehen wir mal davon aus, ich möchte jetzt die Query und das gesamte Datenmodell darunter und auch die Objekte, die Frontend-Objekte, die auf dieser Query basieren, möchte ich jetzt komplett dokumentieren. Dafür lasse ich mir erstmal den Datenfluss anzeigen, denn genau dadurch komme ich an diese Objekte ran, die im Endeffekt in einem Zusammenhang stehen. Wir sehen also die ganzen Objekte, die quasi unterhalb der Query liegen, und wir können uns auch gewisse Objekte anzeigen lassen, die über dieser Query, quasi auf dieser Query basieren. Wir sehen jetzt also alle Objekte, ich kann sie jetzt alle markieren, kann jetzt auf Szenario Assignment gehen und dem zuvor erstellten Szenario kann ich nun, das ist das hier, die ganzen Objekte zuweisen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Szenario, dann sehen wir auf der rechten Seite schon, die ganzen Objekte sind Teil dieses Szenario. Ich kann das gerne nochmal öffnen und dann können wir uns das nochmal in Ruhe anschauen. Wir sehen also zunächst einmal die Objekte, die jetzt alle Teil dieses Szenario sind, auch meiner zukünftigen Dokumentation. Wir haben hier drei Data Sources, die wir beispielsweise hier sehen. Wir sehen Info-Sources, auch hier drei Stück, die sind ebenfalls auf dieser Layer. Das heißt, es ist eine Dokumentation, die quasi strukturiert ist nach der LSA++-Architektur mit den verschiedenen Layern, EDW-Layer, Reporting-Layer und so weiter. Ich kann gewisse Objekte entfernen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch gewisse Strukturelemente hinzufügen. Und diese Strukturelemente kann man gleichzeitig mit Content befüllen. Das heißt, vielleicht reicht es mir nicht aus, einfach nur die ganzen Objektdokumentationen zu sehen, sondern vielleicht möchte ich einfach nochmal übergreifend sagen, hey, ich möchte dieses Datenmodell dokumentieren aus diesem und jenem Grund. Es handelt sich um dieses Datenmodell und so weiter. Und das kann ich ebenfalls hinzufügen. Und wenn ich das Ganze dann exportiere, dann habe ich am Ende so ein File. Das habe ich vorher mal gemacht. Ebenfalls ein Template, das ich hinterlegen kann. Wir sehen den Titel,
Wir sehen anschließend dieses Introduction, was ich vorhin geöffnet habe. Das heißt, auch hier können wir diese fachlichen Informationen oder Informationen, die nochmal etwas genauer erklären, kann man hier hinzufügen. Wir sehen dann nochmal das Data Model und einen Überblick über das Dart-Modell selbst. Das ist im Endeffekt ein grafische Netzgrafik oder der Datenfluss, der grafische Datenfluss, der zur Laufzeit generiert wird, wenn ich das Szenario exportiere. Wir gehen also wirklich ins System und prüfen, wie sieht der Dart-Modell aktuell aus und erstellen dann diese Grafik, die dann generiert wird. Wenn wir weiter gucken, dann sehen wir, dass hier auch ADSOs drin sind. Auch hier haben wir beispielsweise kommentierte ADSOs, wo die Delta-Logic nochmal genauer definiert wird. Wir können auch uns nochmal die Details anschauen. Hier sehen wir auch nochmal die Info-Objects dieses ADSOs. Wir sehen auch gleichzeitig die Transformation unter diesem ADSO samt des Mappings, auch ob irgendwelche Formeln auftauchen, wie man hier sieht. Und gleichzeitig auch ein großer Vorteil, wir sehen das Coding, auch beispielsweise hier die Startroutine, die ebenfalls hier vorkommt. Wir können uns auch beispielsweise den Calculation View anschauen, denn im Datenfluss vorhin hat es sich um ein, oder beim Datenmodell hat es sich um ein Mix-Szenario gehandelt mit einem Calculation View. Auch diesen Calculation View sehen wir hier. Wir können uns die Columns anzeigen lassen, dieses Calculation Views. Wir können uns die Structure anzeigen lassen, können dann hier beispielsweise auf die verschiedenen Joint Conditions springen und uns darüber einen Überblick verschaffen, die Included Attributes und so weiter. Und wir sehen hier auch beispielsweise die Story. Auch sie wird dokumentiert. Wir sehen auch den Datenfluss dieser Story, welche Models werden verwendet, welche Queries sind, Datengrundlage und so weiter. Sie sehen also, es ist wirklich eine sehr detaillierte Dokumentation, die wir dann generieren können. Und gleichzeitig kann man das Ganze auch Richtung Confluence exportieren. Ich kann also hier draufklicken, sagen Export to Confluence und dann wird das Ganze hier auf einer dem Szenario zugewiesenen Confluence-Seite exportiert und wir sehen hier die gleichen Inhalte, die Sie vorhin auch gesehen haben, in der Dokumentation, die Netzgrafik, das sind auch alles Texte, die man dann auch wirklich auch rauskopieren kann und durchsuchen kann und so weiter. Ich habe vorhin bei der Aufzählung der Probleme auch einen weiteren Punkt erwähnt. Wir haben jetzt gesehen, okay, der Aufwand wird enorm reduziert. Es wird mit wenigen Klicks eine Dokumentation erstellt. Aber ein weiteres Problem, das ich angesprochen habe, das besteht immer noch. Denn wer sorgt dafür, dass das Ganze aktuell bleibt? Und dafür haben wir auch das Automation Tool. Das heißt, wenn Sie Ihre Szenarien erstellen, Sie dokumentieren beispielsweise zwei Projekte, dann können Sie diese zwei Projekte auswählen, in dem Fall Szenario 1 und 3. Sie können gewisse zielgruppenspezifische Einstellungen auswählen, beispielsweise welche Sprache soll gewählt werden, wie hoch soll der Detailgrad sein, welches Word-Template soll verwendet werden. Und anschließend können Sie einplanen, wann ein Export stattfinden soll und in welchem Ordner das Ganze abgelegt werden soll. Der große Vorteil ist der, dass diese Dokumente dann anschließend abgelegt werden in diesem File und Ihre Kolleginnen und Kollegen Zugriff haben auf diese Files. Sie sorgen also dafür, dass eine fortlaufende Aktualisierung stattfindet. Und wenn beispielsweise eine Kollegin dann nachschauen möchte, wie denn die Formel einer bestimmten Query ist, einer bestimmten Query-Kennzahl ist, dann kann sie einfach in das Dokument springen und weiß ganz genau, hier in diesem Ordner liegt ein Dokument, das tagesaktuell ist. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass Sie auf Knopfdruck Dokumentation erstellen können und gleichzeitig diese Dokumentation mit weiterem Wissen anreichern können. Also dieser Aspekt, dass es sehr aufwendig ist, dieses Problem wird gelöst durch den Doku-Performer. Sie können auch unternehmensweite Templates nutzen, damit man nicht neu anfangen muss, jedes Mal, wenn man beispielsweise so ein Szenario erstellt, sondern schon auf bestehenden Templates aufbauen kann. Dadurch ist das Ganze dann standardisiert und man kann leichter prüfen, ob es gewisse Änderungen gab. Gleichzeitig sind die Dokumentationen textbasiert. Sie können das Ganze also schön durchsuchen, wie Sie gesehen haben, nach bestimmten Stichwörtern und durch gewisse Listen können Sie das Ganze noch übersichtlicher gestalten. Das Ganze ist auch zielgruppenspezifisch, wie Sie gesehen haben, denn Sie können den Detailgrad anpassen, Sie können die Sprache festlegen und so weiter.
Der Prozess der Dokumentation kann auch automatisiert werden, denn wie Sie gesehen haben, durch das Automation-Tool kann man festlegen, wann der Export stattfinden soll und wo die Dokumentation abgelegt werden soll. Das heißt, tagesaktuelle Dokumentationen liegen an einem zentralen Ort. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen aufzeigen, dass dieses unbeliebte Thema Dokumentation tatsächlich handhabbar ist und Sie mit und wenn Sie das richtige Tool nutzen und eine Unterstützung haben, dass diese Herausforderungen auch wirklich gemeistert werden können, dass es nicht mehr so aufwendig ist und dass auch dieses Problem der Tagesaktualität gelöst werden kann. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Ganze aufzeigen und Sie können sich auch gerne selbst überzeugen von dem Funktionsumfang, von den Funktionen des Doku-Performers, indem Sie das Ganze 30 Tage testen. Schreiben Sie uns gerne an, wir würden uns wirklich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.